Hier. Nein. Okay. Warum? Da sieht man es mal wieder, Ernest. Wenn man nicht jeden Stein umdreht, verpasst man am Ende noch ein Rätsel. Es war ein Baum! Es ist kein Stein. Ja, ich weiß. Oh ja, Miss. Ab jetzt werde ich jeden Stein umdrehen. Und zwar zweimal. Okay. Und bis unendlich zählen. Auch zweimal. Hm? Alte Frau? Alte Frau. Ja. Oma Enigma. Oma Enigma. Ich hatte gerade einen Freund besucht, wisst ihr? Wir haben so viel geplaudert, dass ich glaube, die Zeit ganz vergessen habe. Plötzlich war es schon so spät. Wir haben den ganzen Tag lang geschwatzt. Jetzt bin ich wirklich erledigt. Ich glaube nicht, dass ich noch ein Wort herausbringe. Nicht eines. Kein einziges Wort mehr hören. Ja, ich dachte, da kommt jetzt ein manisches Lachen, weil... weil sie uns auf die Nerven gehen will, so richtig mit Absicht. Ob sie überhaupt merkt, dass sie einfach weiter quasselt? Oh. Okay, jetzt dann wohl... Emiliana. Ja, wenn es sein muss. Guten Abend, Emiliana. Gespenden? Ach, Sie sind das. Sie sollten sich nicht so an Leute anschleichen. So ein plötzlicher Schreck ist ganz schlecht für den Tormai, wissen Sie? Ja, weil sie davon ja auch nicht so viel hat. Muss sie sich schön einteilen, bis zum nächsten Urlaub. Hä? Den Tor. Ja, was ist mit ihm, Tor? Naja, also sie ist schon ein bisschen gebräunter als die anderen. Als Ernest vielleicht. Ich finde auch verglichen mit Catriel. Nee, Emiliana ist einfach nur gerade... Wenn ich das jetzt in Paint nebeneinander lege... Ist dunkler wegen Licht. Aha. Weil die Lichtverhältnisse bei der Charakterdarstellung auch immer mit... Stimmt, hier, Ernest ist näher an der Laterne dran und... Ja. Wird dadurch bestrahlt. Okay. Wir werden es nochmal sehen in der Sequenz. Okay. Entschuldigung, aber wir hatten gar nicht vor, Sie zu überraschen. Was machen Sie denn in diesem Viertel so mitten in der Nacht? Ich arbeite natürlich. Ich wurde gebeten, dem Anwesen einer äußerst angesehenen Dame einen Besuch abzustatten. Wurden Sie? Nun, genau deshalb sind wir auch hier. Sind Sie etwa auch beruflich hier? Ja, wir waren gerade auf dem Weg zu Sortiers Haus. Sie haben vermutlich schon von ihr gehört. Sie ist einer der sieben Löwen. Genau, da handel ich auch. Das ist ja sehr seltsam. Sie sagte mir, sie hätte ein Rätsel, bei dessen Lösung ich ihr helfen müsste. Schwupp! Stimmt, genau. Nun, ich frage mich, was das für ein Rätsel ist. Es ist ja jetzt schon richtig mysteriös. Es muss eindeutig etwas sehr Verstörendes sein. Schließlich hat sie die beste Fallanalytikerin von Scotland Yard hergestellt und irgend so eine Teenie-Detektivin. Ich bin eine richtige Detektivin, Emiliana. Nun, wie dem auch sei. Vielleicht können Sie sich nützlich machen. Ich kann das Anwesen nicht finden. Könnten Sie dabei helfen? Ah, wir sitzen im gleichen Boot, wie es scheint. Genau danach habe ich auch gesucht. Laut der Karte sollte es genau hier sein. In diesem Fall sollten wir vielleicht einen Passanten fragen. Haben wir schon! Die Frau? Hm. Ach ja, und wir haben geredet und geredet und kein einziges Wort mehr. Weißt du, sie redet immer noch, während wir gar nicht mehr da sind. Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht helfen? Oh, was ist denn los, Liebchen? Ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Könnten Sie uns sagen, wo wir Miss Solatias Anwesen finden? Ach ja, das Tierhaus sucht ihr. Oh. Warum ist sie denn auf einmal so blass? Sie ist gar nicht blasser geworden. Oh je. Oh je, Mini. Nun, das Tierhaus ist... Naja, die Leute erzählen sich über diesen Ort grässliche Geschichten. Diese Geschichten sind so grässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Was für Geschichten?
Oh nein, ich sollte wirklich keine Gerüchte verbreiten, nicht wahr? Wenn ihr den Weg finden wollt, müsst ihr nur der Straße da drüben folgen. Sobald ihr den Ort erreicht, wo es keine Straßenlaternen mehr gibt, seid ihr angekommen. Oh, da hat bestimmt jemand einfach nur die Straßenlaternen nicht ausgetauscht. Und deswegen ist das alles so gruselig. Es ist sehr dunkel, also fallt ihr auch nicht hin. Vielen herzlichen Dank, wir werden aufpassen. Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich muss aber schon sagen, ein Besuch im Tierhaus, ihr seid sehr mutig. Machen Sie sich denn gar keine Gedanken darüber, was die alte Dame gesagt hat? Gedanken machen? Was meinen Sie? Sie sagte doch, dass die Leute erzählen sich grässliche Geschichten über das Haus von Miss Tia. Nun, wir wissen ja nicht, ob diese Geschichten wahr sind, oder? Das finden wir nur heraus, wenn wir selber nachsehen. Also beeilen wir uns, Emiliana. Lassen Sie mich nicht allein. Halt! Ich hab Angst allein im Dunkeln. Okay, ab auf die Karte. Hä? Tutorial. Tutorial, wir wissen's. Ja, zu einer anderen Karte wechseln, bla bla bla. Wozu eigentlich? Frag mich nicht. Man hätte es auch auf eine packen können. Das macht für mich keinen Sinn. Außer natürlich, die Karte ist am Ende so riesig, dass man... ja, sonst zu viel Platz verbrauchen würde. Hier sind wir doch richtig, glaube ich. Sind Sie sicher? Ich meine, Sie haben da keinen Fehler gemacht. Es sieht aus wie... wie ein wirklich prächtiges Spukhaus. Sagen Sie doch sowas nicht! Ah! Wie ein verdammt prächtiges Spukhaus. Fall 5, Geisterstunde. Mitternacht. Catriel, das hätten Sie nun wirklich nicht laut aussprechen müssen. Also ehrlich gesagt, ich finde Emiliana sogar ziemlich menschlich. Ja, sympathisch. Sympathisch. Ja, weil sie hat halt Angst und sie mag Filme und sie ist eigentlich ein ganz netter Mensch, wenn ja, sie mal... ja, wenn sie nicht so arrogant sein muss. Ja. Aber an sich, sie hat auch gute Seiten. Ja. Haben Sie etwa Angst vor Gespenstern, Emiliana? Nun ja. Ja, das habe ich. Bin ich deswegen gar nicht ein schlechter Mensch. Aber nein, es ist nur überraschend, diese ganz andere Seite von Ihnen zu sehen. Sonst sind Sie immer so kühl und beherrscht. Angst ist ein wichtiger Überlebensinstinkt, wissen Sie. Jemand wie Sie, der nicht versteht, was Angst ist, würde in der Wildnis keine 5 Minuten überleben. Oh, ein riesengroßer Tiger! Was für ein Glück für mich, dass ich keine Ausflüge in die äußeren Mongolei geplant habe. Was quasselt ihr beiden da? Ich verstehe kein Bitschisch. Obwohl, Moment, weil Bitch heißt ja Hündin. Also hätte er es verstehen müssen. Meine Damen, bitte keinen Streit. Können wir jetzt, wo wir das Haus gefunden haben, auch hineingehen? Oh ja, natürlich. Das Rätsel. Denk doch bitte an die Arbeit, Cat. Miss Tia, hallo. Ich bin Catria Layton von den Delkai Layton. Niemand da. Keine Antwort. Vielleicht ist sie ausgegangen? Das Haus ist sicher nur so groß, dass sie uns nicht hören kann. Allora, allora, allora. 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 Allora, keine Ahnung. Wissen Sie, wie wäre es, wenn wir an die Tür klopfen? Ja, das geht natürlich auch. Also, ich kenne Aurora, aber das heißt jetzt sofort. Klopf, klopf. Ach so, ich hätte ja das noch nicht machen sollen. Ja. Ach, egal. Hallo, Miss Tia. Das ist schon etwas seltsam. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass jemand da ist. Langsam fühlt es sich an wie ein Horrorfilm. Jetzt wird die Sache erst richtig interessant.
Interessant. Sie haben so einen bizarren Geschmack, Miss Layton. Wollen wir mal sehen. Die Tür scheint unverschlossen zu sein. Sollen wir reingehen? Nein. Dann ist es ja wirklich wie in einem Horrorfilm. Ja, die Tür geht hinter ihnen zu und es verschwindet jemand plötzlich. Die verirrte Gruppe junger Leute, die mitten im Wald, mitten in der Nacht über ein grausiges Spukhaus stolpert und sich törichterweise hineinwagt. Ja, wie aus dem Lehrbuch. Ich verstehe bei solchen Filmen. Da gibt's auch einen Film von Reggie Director. Ich verstehe bei solchen Filmen nur immer nicht, warum da überhaupt wer hineingeht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Naja, sie können hier alleine draußen warten, wenn ihnen das lieber ist. Ach, deswegen gehen die rein. Ich? Jetzt! Gehen wir doch rein! Ich würde das gerne mal nachschlagen. Was heißt Alora? Wirklich. Also, weil, wie gesagt, Aora wird anders geschrieben. Ich habe übrigens alle drei Hinweismünzen und eine Kuriosität. Also, wir gehen davon aus, sie ist... ach so, vielleicht heißt es wirklich sowas wie jetzt, weil... Sie ist ja Italienerin, ne? Ich weiß es nicht. Und nicht Spanierin. Also heißt das einfach bloß. Okay. Wie spricht man's? Ach, egal jetzt. Live-Chat. Ach, Mist. So, da. Okay, was für ein Angsthase. Keine Sorge, drin bin Richter, da. Drin brennen Richter. Oh, das leuchtet mir gerade gar nicht ein. Ja nun, ich bin schließlich in polizeilichen Angelegenheiten hier. Ich muss daher also professionell bleiben. Ja. So, ein Lämpchen an der Tür unten links. Ja, links. Rechts oben. Nee, rechts, Da? Nein. Okay. Weiter da, links, da. Nein. Nee, eins weiter oben, da. Da, okay. Und, links ist dann, links da. Das darf ich? Ja. Okay, Kuriosität. Auronaut. Ja, und, da ist noch eine Hinweismünze. Okay. Also alle drei und... Bla, 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 bla. Selbst die Geisterbahn auf Formel könnte nicht gruseliger sein. Dachziegel, Farbe. Ich habe fast das Gefühl, als ob ich genau dieses Haus schon in einem alten Gruselfilm gesehen hätte. Vielleicht ist es ja eins, da wurde einer gedreht oder so. Wer auch immer für diese Instandhaltung dieses riesigen Herrenhaus zuständig ist, hat wirklich einiges zu tun. Okay, rein. Oh, was ist hier? Ja, gut. Efeu, Balustrade. Ja, aber das ist wichtig. Was? Wieso? So, was die, dass die sagen, was die sehen. Ja? Ja, voll wichtig. Die sehen es doch auch. Hallo, ist jemand zu Hause? Und da sind immer so Wörter drin, so wie Balustrade. Ja, und? Da lernt man was bei. Nein, es ist niemand hier. Wir müssen wohl wieder gehen. Aber das Licht ist an und es fühlt sich einfach nicht leer an. Wenn aber niemand zu Hause ist, vielleicht ist es dann doch ein Spukhaus. Catriel, hören Sie auf! Ich will sie doch nur auf den Arm nehmen. Dafür ist sie gar nicht stark genug. Vorsicht, Cat, sonst läuft sie noch schreiend davon wie ein kleines Mädchen. Ich kann kaum glauben, dass niemand zu Hause sein soll. Das Tier hat uns doch extra aufgefordert, um diese Zeit hier zu sein. Halt. Was? Was ist los? Ich dachte, ich hätte was gehört. Was haben Sie gehört? Was war das? Was ein... Ja, es war gespendet. Booster! Er ist Booster! Übrigens, noch was Gespenstisches ist gerade fertig geworden. Kann ich es bitte in Discord bekommen? Oh, nee. Oh, doch. Das ist es nicht. Der. Das erstmal weg. Den Chat wieder an. Ja, den Chat wieder an. Also, sobald es da ist, werde ich sehen und dann... Ich will es eigentlich auch nicht sehen, aber gut.
Guten Abend und willkommen. Wie unerwartet, Besucher! Was ist ein Gespenst?